Let's go! Juhu! Heute ist Flohmarkt. Und hatte ich nicht Kunstfest vorhin gesagt? Jut. So. Es ist soweit. Der 22. ist da. Wow! Die fangen ja wieder ab 9, glaube ich, an, ne? Ach Gott, wir lassen jetzt alles so, wie es ist. Ich will mir eh keinen neuen Schrank gerade jetzt kaufen. Hab auch keinen Bock, hier irgendwie was von A nach B zu räumen. Von daher. Und haben wir was? Haben wir was? Haben wir was? Haben wir was? Nö, keine Post. Na toll. Keine Post für mich. Keine Post für Martin. Oh, wir bräuchten jetzt mal bitte langsam den famosen Spinat. Ja, oder haben wir ihn doch schon? Den bringen wir gleich mal rein. Wäre natürlich schön, wenn wir jetzt eigentlich schon eine Wintersaat kaufen könnten. Aber das Glück haben wir ja leider nicht. So, Knobbi-Loch. Aber ich glaube, wir haben doch schon famosen Spinat, oder? Ja, doch, hatten wir. Gut, Kakao hatten wir auch dreimal vom Moos, dann brauchen wir den auch nicht mehr. Huchen, Saibling, warte mal, den Huchen? Makrelen nicht, braucht man noch, genau. Kürbis haben wir uns vermosen, eine Möhre, na gut, könnte besser sein. Alles andere ist mir erst einmal egal. Ansonsten fällt mir gerade eigentlich wie immer nur noch mal ein, was ich noch mal fragen wollte. Was wünscht ihr euch denn eigentlich sonst noch so in einem Let's Play wie Harvest Moon oder allgemein bei Let's Plays? Also mich würde es wirklich mal interessieren, weil ich meine, ich gucke ja selbst bei einigen YouTubern, auch größere wie zum Beispiel Gronkh, regelmäßig mal rein. Und man geht ja eigentlich mit so einer gewissen Grunderwartung an solche Let's Plays heran. Und da würde mich halt wirklich interessieren, ja, was erwartet ihr denn eigentlich so im Allgemeinen von einem YouTuber und seinem Let's Play-Angebot in der Hinsicht? Also wenn es wirklich ein Gaming-YouTuber ist, also vom Kanalaufbau her. Soll er sich zum Beispiel nur in eine Richtung festbeißen, also sagen wir mal jetzt wirklich nur Simulationsspiele, oder soll er beispielsweise genügend Abwechslung bringen, oder so wie ich jetzt mal so langsam anfange, vielleicht auch mal über allgemeine Themen reden. Was natürlich genauso geht, soll er verschiedene Systeme auch behandeln und nicht immer nur eine Sparte. Das würde mich halt wirklich mal interessieren, wie ihr das so seht. Also, und sollte er sich, wenn es geht, auch auf anderen Plattformen, ich sag jetzt mal, herumtreiben, ausbreiten oder versuchen, seine Community wirklich nur auf einer Plattform zu binden? Würde mich natürlich von euch mal die Meinung interessieren. Ich kann euch ja gerne schon mal vorab mein sagen. Also ich finde, es ist vollkommen in Ordnung und legitim, dass es zwei verschiedene, ich sag jetzt mal grob, zwei verschiedene Sparten von YouTubern gibt in der Let's Play Gaming Szene. Und zwar welche, die sich halt genrespezifisch halten. Das heißt, die zum Beispiel nur Simulationsspiele machen, sei es jetzt Landwirtschaftssimulation, Feuerwehr, Baukonstruktoren, sonstigen Pipapo, oder genremäßig zum Beispiel nur Horrorspiele spielen, oder halt wirklich, wie gesagt,
Bauspiele, Simulationen, halt alles so in solcher Richtung spielen. Und ich finde es natürlich auch in Ordnung, dass es solche gibt, jetzt wie ich es zum Teil versuche durchzuziehen oder aufzuziehen. Zumindest aus meinem Blickwinkel her aufziehen, weil ich habe nie vor, jetzt ein extrem großer YouTuber zu werden, sondern ich mache das einfach nur, weil es mir Spaß macht. Man halt einfach mal wirklich versucht, verschiedene Genres abzugreifen, vor allem das, was einen Spaß macht, was man selbst spielen wollte, mal schon immer. Und dementsprechend auch das Angebot, sage ich mal, jetzt auf YouTube ein bisschen in der Hinsicht erhöht, beziehungsweise auch nochmal, selbst wenn es diese gleichen Let's Plays in ähnlicher Weise schon gab, vielleicht in einer besseren Qualität bietet oder in einem anderen Umfang. Finde ich eigentlich beides vollkommen in Ordnung, denn man kann sich natürlich nicht immer nur auf eine Sache unbedingt festfahren, so oder so. Man spielt jetzt nicht meiner Meinung nach 5 Jahre lang ein und dasselbe Spiel und wirklich auch nur dieses eine Spiel. Das wird, glaube ich, jedem Zuschauer auch zu blöd, sage ich jetzt mal. Denn ich würde jetzt zum Beispiel sagen wir mal jetzt Gronkh nicht 5 Jahre lang zugucken wollen, wie er nur Minecraft spielt. Ich glaube, er selbst würde das auch nicht haben wollen, dass er 5 Jahre lang nur ein Spiel bedient. Da fehlt halt irgendwann die Abwechslung. Ich mache das ja privat ja auch nicht, denn da fange ich auch irgendwann mal an, mich umzusehen, was gibt's auf dem Markt, was spiele ich denn gerne noch. Ich probiere auch gerne was Neues aus. Und ganz ehrlich, so soll das auch sein. Und dementsprechend finde ich es auch aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung, wenn man natürlich auch versucht, andere Plattformen zu bedienen. Denn YouTube ist klar, sind so einige mit groß geworden, auch vor allem die rechtzeitig dort eingesprungen sind. Ich sag jetzt mal auf dem Markt. Das Problem ist aber natürlich, man muss auch schauen, wohin sich die Community, sage ich jetzt mal, entwickelt, denn es gibt viele, die gucken gerne am Wochenende auch gerne mal einen Stream, wollen auch ihre Leute unterstützen. Da finde ich es vollkommen in Ordnung, dass man dann solche Sachen wie Twitch hat, wo man auch nebenbei spenden kann und ähnliches. Vollkommen in Ordnung, aber man sollte auch schauen, dass vielleicht kleine YouTuber unterstützt werden. Nicht nur halt die Großen, aber natürlich auch die Großen insbesondere, damit die Qualität vielleicht gleich gehalten werden kann. Und natürlich, wenn es nicht mehr irgendwo passt von der Qualität, dass man dementsprechend das auch kundtut und auch vor allem sachlich kundtut und nicht einfach nur sagt, gefällt mir nicht, hau bloß ab, ey, aua! Was ist denn hier los? Entschuldige, ich habe es eilig. Oh, ich krieg grad meine Stimme nicht mehr richtig hin. Hast du auch einen Laden? Oder bist du Kunde? Wie, hätte ich jetzt was verkaufen können? Ab jetzt kann ich was verkaufen? Ich bin heute hier, um Süßigkeiten zu verkaufen. Komm doch mal vorbei. Das würde mich jetzt echt wundern, wenn ich jetzt auf einmal hier selbst was verkaufen könnte, Freunde. Oh ja, da ist er. Mit Süßigkeit denn hoffentlich. Guten Morgen. Wir können bestimmt alte Klamotten flicken und auf dem Flohmarkt verkaufen. Alte Kleidung hat meiner Meinung nach was. Ja, finde ich eigentlich auch in Ordnung, aber dieses schlichte Grau so oder dieses leicht Graublau, das muss nur nicht sein. Schneidern ist mein Beruf, aber auch mein Hobby. Ich verliere mich völlig darin. Hast du noch irgendwas anderes zu sagen? Schön, dich kennenzulernen. Okay. Oh, alles klar. Du bist aber früh auf, Martin. Ich möchte auch was auf dem Flohmarkt verkaufen. Aber Stefan lässt mich nicht. Warum lässt dich dein eigener Sohn nicht? Bist du blöd? An klaren Tagen wie heute bin ich in Hochstimmung.
Guten Morgen. Flohmärkte sind schön. Es ist viel besser, Sachen zu verkaufen, als sie wegzuwerfen. Oh, ich krieg nicht mal mehr diese Udo Lindenberg-Stimme hin so richtig. Du siehst gut aus. Nichts ist wichtiger als Gesundheit. Oh, jetzt habe ich so einigermaßen hingekriegt. Ist aber doof, dass ich hier nur einmal was kaufen kann, wa? Wo sind die anderen Verkäufer hin? Schnöde Auswahl, sage ich mal nur. Na, Elke, komm. Moin! Ich verkaufe Süßigkeiten auf dem Flohmarkt. Komm vorbei, wenn du Zeit hast. Ja, du, ich bin hier. Hier bin ich. Oh, Kekse, Kräuterkäse, Mont Blanc-Kuchen, Teekuchen, Möhrenkuchen, Kürbiskuchen, Kürbispudding, Kürbispudding. Kastanie, Jammkuchen. Ganz ehrlich, am ehesten würde mich der Teekuchen mit Erdbeerblock. Oh. Kastanie, Kräuterkeks, Keks. Auch wenn es teuer ist, ich kaufe den Teekuchen. Dankeschön. Fertig. So, was hast denn du noch anzubieten oder zu erzählen, hä? Ja, toll, wir kommen gar nicht ran. Immer noch nicht. Im Herbst gibt es jede Menge leckere Dinge zu essen. Ich kann mich nicht entscheiden, welche Süßigkeiten ich machen soll. Jo, ist mir jetzt auch egal, ganz ehrlich. Hallöchen, Ruth. Oh, guten Morgen. Ich will auch irgendwann einmal einen Stand auf dem Flohmarkt haben, aber ich habe gehört, dass es bereits Glücksbringer mit eigengenähten Samenkörnern gibt. Was? Und was sollte ich sonst dort verkaufen? Keine Ahnung. Ah, das klingt ja auch merkwürdig. Obwohl doch solche Stoffglücksbringer oder Papier. Ja gut, das könnte man machen. Hey, da ist doch gerade wieder einer hingegangen. Nur noch mal gucken, wer da hin ist. Dann hauen wir wieder ab und bringen alle Tiere rein. Ach, Clemens war's. Was hast du denn zu sagen, mein Freund? Oh, guten Morgen. Wenn man unüberlegt Sachen auf dem Flohmarkt kauft, wird man das später bereuen. Okay, mehr sagt er nicht. Es kann natürlich sein, dass wenn wir später in die kommen werden, irgendwelche anderen Sachen noch kaufen könnten. Aber ganz ehrlich, was soll's? Wir brauchen jetzt hier nicht so viel Kram. Wir werden den tollen Teekuchen in den Kühlschrank bringen und die Tiere reinlassen. Wolle was reinlasse? Ja. Ja, ich hoffe natürlich immer noch, dass die Mikrofonaufnahmen dieses Mal besser funktionieren in der Aufnahmesession. Was machst denn du hier hinten? Hallöchen, Mäuschen. Ah, hallo. Ich wollte ein paar Sachen verkaufen, die ich nicht mehr brauche, aber ich kann mich nicht überwinden. Das Zeug hat alles einen Erinnerungswert. Das kann ich dir gut nachvollziehen. Ein paar Sachen möchte man einfach nicht loswerden. Ich gehe gerne auf den Flohmarkt. Tolles Gefühl, wenn ich Gutes für wenig Geld bekomme. Ja, mit so Sachen behalten ist wieder noch so ein schönes Thema. Darüber könnten wir eigentlich auch in der nächsten Folge uns nochmal unterhalten. Sachen Wegwerfgesellschaft und ähnliches. Haben wir alle? Nur Klacki fehlt. Okay, das kriegen wir hin. Na dann. Und ja, ich weiß, ich könnte ja jetzt noch angeln gehen und Holz hacken. Aber ich will, dass der Tag heute mal vorbeigeht, relativ zeitig. Ich muss mir nur noch merken, was für ein Thema ich dann halt ansprechen wollte mit der Wegwerfgesellschaft, nicht wahr? Beziehungsweise halt nicht nur Wegwerfgesellschaft, sondern allgemein
mit der technikbegeisterten Gesellschaft heutzutage, ne? Das ist auch mal wieder so eine Sache. Hey, könnten wir vielleicht heute jetzt noch eine Kochsendung gucken? Wenn ja, würde ich mal schnell reinschauen wollen. Ey, mach auf den scheiß Kühlschrank. Ach hier, der Spinat kommt mit. Ah, scheiße. Na gut, wir hätten auch den einen Spinat behalten können. Schönheitsmeister? Was zur Hölle? Hallo, nun folgt Meister der Schönheit. Diese Woche stellte ich euch ein Werk des Künstlers Huyu vor. Es trägt den Titel Vom Grunde des Meeres. Der Künstler hat erst vor kurzem zu seiner Berufung gefunden. Ich frage mich, ob etwas vorgefallen ist, das seine Kreativität stimulierte. In seinem Werk verbinden sich Komposition und Originalität auf exzellente Weise. Der Maler ist bekannt für seine magischen Fantasywelten. Seine Werke zeichnen sich durch eine starke Präsenz aus. Bis nächste Woche. Na gut, Freunde. Wir sind am Ende einer Folge angekommen und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich sage nur noch ciao, ciao.